Herzlich willkommen zu Glücklich sein mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Ja, mein Kanal, meine Seite ranken sich sozusagen rund um die Themen der persönlichen Weiterentwicklung, um das eigene Wachstum im Sinne von mehr Lebensfreude und mehr Glück als Ziel zu haben, was auch immer das dann für dich bedeutet. Und ich begrüße auch ganz herzlich neben meinen alten, also in Anführungszeichen alten, treuen Hörer, auch die ganzen neuen Hörer, die vielleicht heute zum ersten oder vielleicht auch das erste, zweite, dritte Mal dabei sind. Ja, heute als Thema auch, glaube ich, eine absolute Premiere für mich. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe es einfach so, mir kam der Gedanke, ich möchte über dieses Thema sprechen und ich möchte es einfach so präsentieren, wie es halt bei mir so raussprudelt sozusagen. Ich möchte es authentisch rüberbringen und ich möchte über Authentizität sprechen. Und dieses Wort ist so ein Zungenbrecher für mich, Authentizität. Und deswegen werde ich wahrscheinlich häufiger von authentisch sein sprechen, wenn ich Authentizität meine. Obwohl es mir gerade schon dreimal von den Lippen gegangen ist. Also, authentisch sein, echt sein. Aber wie bin ich echt? Und das ist genauso gefühlt in dieser Marketingwelt oder in dieser modernen Welt, wie wir von Nachhaltigkeit sprechen, dass wir authentisch sein müssen, um uns vielleicht zu verkaufen, um gesehen zu werden. Und ich möchte das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Natürlich arbeite ich auch in einem Business, wo es auch darum geht, etwas zu verkaufen. Aber die Frage ist meiner Meinung nach immer, was treibt dich an? Und wenn du diese Frage dir beantwortest, dann also den Kern gefunden hast, also das, was überhaupt deine Echtheit ausmacht, was sich dann überhaupt erst scheinen lässt, dann bist du automatisch authentisch. Und Authentizität kannst du nicht coachen oder kannst du nicht trainieren. Das kannst du nur sein. Und natürlich kann sich das auch mal ändern, so bei dir in deinem Leben, dass du anders bist oder so. Dann hast du dich halt verändert. Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung. Dann bist du nicht mehr der Mensch von letzter Woche oder von vor 2 Jahren oder von vor 10 Jahren. Natürlich, das ist möglich. Deswegen biete ich dir das ja auch hier alles an. Oder deswegen arbeite ich halt in dem Bereich, biete meine Seminare, meine Coachings an, um Veränderung zu ermöglichen, um die Wege für die Veränderung aufzuzeigen. Aber authentisch sein aus einer Masche heraus, das funktioniert nicht, weil die Gegenseite von Authentizität oder vom authentisch sein ist, unecht zu sein, Masken zu tragen. Und jetzt wirst du sagen, ja, wir tragen aber doch dauernd Masken. Und genau das möchte ich sozusagen auch in Frage stellen. Schaffen wir es nicht oder sollten wir es nicht schaffen, die Masken abzulegen? Ich bin der festen Überzeugung und je mehr ich für mich authentisch bin, umso mehr ziehe ich die Leute in mein Leben, auch die ich haben möchte, die genau das an mir wertschätzen, die das wertschätzen, dass ich mich ehrlich und offen und authentisch zeige und halt nicht eine Maske trage, der Dirk auf der Arbeit, der Dirk als Coach, der Dirk als Seminarleiter oder der Dirk in der Freizeit oder im Privatleben oder sonst was, sondern ich bin ich und ja, ich habe verschiedene Facetten, ich habe verschiedene Anteile in mir, ich habe verschiedene Bedürfnisse und ich habe verschiedene Stimmungen und das darf sich alles zeigen, denn es gehört alles zu mir. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da möchte ich dich bitten, schau doch bei dir mal hin, was macht denn deine Authentizität aus? Was macht dein Authentischsein aus? Was ist wirklich der tiefe Kern und wie würdest du dich gerne zeigen? Und wie zeigst du dich vielleicht in den verschiedenen Rollen? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, nimm dir wirklich Zettel und Stift und schreib dir mal auf, mal einfach auf, die vielleicht die verschiedenen Bereiche,
in denen du vielleicht Masken auf hast, wo du Rollen spielst, wo du dich bestimmten Zwängen oder so ausgesetzt fühlst. Ob es sie gibt oder so, will ich gar nicht besonders vermehrt jetzt darauf eingehen. Dafür habe ich andere Podcast-Folgen schon gemacht, zum Beispiel zum Thema Zwänge. Da auch gerne nochmal reinhören. Also mach dir eine Liste, schreib dir auf, weiß ich, Beruf und dann vielleicht, wie authentisch bin ich, wie authentisch wäre ich gerne, was kann ich tun? Partnerschaft. Wie authentisch bin ich? Wie authentisch wäre ich gerne? Was möchte ich tun? Und so kannst du die verschiedenen Bereiche durchgehen und dann wirst du wahrscheinlich für dich entdecken, dass da noch Potenzial nach oben ist. Und mir persönlich ist es halt einfach wichtig, mich so zu zeigen, wie ich bin. Auch mit meiner Verletzlichkeit oder mit meiner unperfekten Art und Weise. Also, wenn ich hier eine Podcast-Folge hochlade und mich dabei filme, und das ist natürlich nicht alles perfekt. Und diesen Anspruch habe ich aber auch gar nicht mehr. Weil für den einen ist perfekt das und für einen anderen ist es das. Und für mich ist es so in Ordnung. Man, es ist so in Ordnung, dass ich hier die Blumen auf der Fensterbank habe und dass es halt so ein bisschen kunterbunter aussieht. Das ist halt mein Arbeitsumfeld und das ist für mich völlig in Ordnung. Das ist nicht perfekt. Und für mich ist es aber stimmig und das ist das, was zählt. Und das persönliche Potenzial in uns, persönliche Streben nach Wachstum, nach Anerkennung in sozialen Gruppen, nach gesehen werden oder sowas, das fängt bei dir selber an, dich selber zu sehen und selber für dich zu merken und zu spüren, was der richtige Weg für dich ist. Und dafür hilft es erstmal, sich selber zu erkennen, sich die eigenen Fassaden, die eigenen Masken, die eigene Authentizität zu erkennen, den eigenen Kern in dir. Was treibt dich an? Wo will ich denn hin? Und dann zu sagen, okay, wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich mich entfalten? Weil natürlich könnte es eine Überrumpelung sein, wenn du dich jetzt einmal auf einmal total authentisch gibst und dein Partner oder dein Chef oder deine Freundin denken, sag mal, was ist denn jetzt hier mit dem Peter passiert oder mit der Claudia passiert oder so, weil sie dich so nicht kennen. Und gerade in einer Beziehung kann es total wertvoll sein, wenn du sagst, boah, ich habe hier eine neue Methode und eine neue Idee, den Partner mitzunehmen. Du, ich probiere hier gerade was aus, ich möchte mich mehr spüren, ich möchte da ehrlicher sein, ich möchte authentischer sein. Den Partner mitzunehmen und zu gucken, in welchen Dosen ist das überhaupt zumutbar. Es gibt natürlich auch das Radikale, sozusagen zu sagen, ich bin jetzt direkt volle Pulle, so authentisch, friss oder stirb. Und da möchte ich dich bitten, darauf zu achten, authentisch zu sein heißt nicht beleidigend zu sein. Das verwechseln viele, genau wie beim Punkt Ehrlichkeit, dass sie alles direkt rausposaunen und jeden Gedanken, den sie mal haben, und dann verwechseln sie es oft mit jemandem zu beleidigen. Und das ist halt auch authentisch sein nicht. Authentisch sein kann aber sowas sein wie, ja, sowas wie ich mache, transparent zu sein, zu sagen, das und das mache ich, das und das mache ich nicht und aus den und den Gründen. Und nicht andere zu verletzen. Wenn du Wut spürst, oder das Bedürfnis, etwas rauszubringen oder Aggression oder so, dann sei da achtsam. Thema Achtsamkeit, letzte Folge. Nimm das wahr. Das heißt aber nicht automatisch, dass du es gegen jemanden kanalisieren musst oder gegen jemanden wenden musst, sondern du darfst es wahrnehmen. Und genau wie vielleicht achtsames Verhalten eine Lebenseinstellung ist, kann auch mehr Authentizität, also mehr authentisch sein, mehr echt sein, etwas sein, was du in dein Leben ziehen willst. Ich habe eben schon mal ganz kurz so ein bisschen aus der Marketing-Sicht gesprochen oder so. Also ich meine, ich präsentiere mich auf YouTube, ich präsentiere mich bei Spotify, iTunes, was auch immer. Und da spielt natürlich Werbung eine Rolle. Wenn ich kann die geilsten Inhalte machen und das alles super cool machen, wenn es sich niemand anhört, dann wird es nichts bringen, dann hat es keinen Mehrwert für dich, für andere und natürlich auch nicht für mich. Aber daraus darf nicht der Irrglaube entstehen,
alle machen es so und das ist jetzt der Weisheit letzten Schlusses. Sondern auf dem Weg, andere Menschen zu erreichen, um die eigene Dienstleistung anzubringen, den eigenen Mehrwert in die Welt zu transportieren, darf man natürlich Marketing-Tools verwenden, weil sich Facebook-Werbung oder Google-Werbung oder was auch immer. Man darf sich aber selber dabei nicht auf der Strecke, also man darf nicht auf der Strecke bleiben, sondern man will ja authentisch bleiben, weil das ist ja genau der Unterschied. Das ist ja der Unterschied, den ich vielleicht ausmache zu anderen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Da geht es ja nicht darum, dass wir beide die und die Methode kennen oder das und das machen oder das und das oder alle Achtsamkeit anbieten oder so, sondern da geht es ja genau das, was die Einzigartigkeit meines Angebots ausmacht, nämlich authentisch sein. Offen und ehrlich, ohne Masken, ohne viele Schutzinstanzen oder sowas rauszugehen und sich zu präsentieren und sein Angebot darzugeben. Und ich habe jetzt noch mal vor ein paar Wochen einen Vortrag gehört, wie präsentiere ich richtig? Und das war ein toller Vortrag von, also ich fand es super, das war auch durchaus ein sympathischer Herr, der das gemacht hat. Und was mich aber gestört hat, also es war, glaube ich, 2,5 Stunden oder so. Und das war super, warum man eher mit rechts gestikulieren sollte, anstatt mit links und wie man die Stimme und wie man stehen sollte und lauter solche Sachen, wo man den Satz betont und wunderbare theoretische Inhalte, aber nicht ein Wort über authentisches Verhalten. Und das war das, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was mir auch aufgestoßen hat sozusagen oder ist in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist super und es kommt auch gut bei mir an. Na, wunderbar, also die Stimme, die Betonung, alles super. Die Inhalte waren auch gut, ne? Das war überhaupt keine Frage. Und dann dachte ich, wer ist denn dieser Mensch da drüben gerade? Ist das der authentische, also Uwe Freund war das, kann ich auch sagen, ist überhaupt kein Problem, war super, könnte ich auch inhaltlich total gut empfehlen. Ist das Uwe Freund oder ist das die Maschine, also in Anführungszeichen, ist das der Roboter, der diese Methoden gelernt hat und die peu à peu nach und nach abruft? Und ich glaube halt, er wäre in dieser Situation einfach ersetzbar gewesen, weil er sich als Person nicht gezeigt hat. Das ist vielleicht in dem Bereich gar nicht so wichtig wie im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo wir miteinander arbeiten, wo du dich zeigst und wo ich mich zeige, wo ein Austausch stattfindet auf einer Ebene, die nicht rein analytisch und ohne Emotionen ist sozusagen. Also auf einer Ebene, wo ich vielleicht nur eine Sachinformation transportieren will, mag das super funktionieren. Jetzt kommt aber der Clou der ganzen Geschichte, wenn man jetzt trotzdem sagt, okay, es ist vielleicht alles Marketing, man möchte sich verkaufen, seinem Partner gegenüber, seinem Chef gegenüber oder Produkte verkaufen. Wann treffen wir denn Kaufentscheidungen? Und Kaufentscheidungen treffen wir dann, wenn wir zu etwas eine emotionale Verknüpfung haben. Nicht umsonst macht die Werbung dauernd was mit Tieren und kleinen Kindern und auch, es ist alles so süß, weil sie uns Gefühle ansprechen wollen. Das heißt, es würde mir nicht helfen, wie hier so ein Roboter zu sitzen und zu sprechen, sondern das Einzige, was ich in die Waagschale werfen kann, also abgesehen von Expertise, ist doch mein authentisches Ich. Deswegen sitze ich nicht im Anzug hier, deswegen habe ich den Hintergrund nicht super mega präpariert. Ich weiß, das hat alles einen Einfluss. Es gibt Leute, die werden mit meiner Frisur nichts anfangen können, mit den Kopfhörern nicht oder wie das hier aufgebaut ist, mit meiner Stimme nicht, was auch immer, mit dem Hintergrund. So ist es halt. Man wird nicht jeden abholen können. Und deswegen ist das sozusagen, was ganz wichtig immer ist, und was ich dir sozusagen mitgeben will bei dieser Folge ist, spüre in dich rein, wer bist du, was willst du? Wie gesagt, mach dir diese Liste, mach dir eine Liste, wie authentisch bin ich in den und den Bereichen, wie authentisch will ich sein, wie komme ich dahin, was muss ich tun, was sind die nächsten Schritte? Als kleine Übung für dich, für den Prozess hin zu mehr Ich und weniger Masken, mehr Authentizität, authentischer sein.
Das ist das, was ich dir wünsche, wenn es für dich ein Thema ist. Und als nächste Folge bietet sich dementsprechend auch, ich glaube, ich das Thema an, Dinge nicht persönlich nehmen. Und da möchte ich das nächste Mal mit dir drüber sprechen. Für heute möchte ich mich schon wieder bedanken. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema authentisch sein, Authentizität ein bisschen näher bringen, warum es vielleicht wichtig ist, im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung oder halt auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Als kleiner Einschub, ja, meiner heutigen Ideen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, du hast fleißig mitgedacht und reingespürt und jetzt viel Freude beim Umsetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.